Im Salzburger Turm hatte ich gestanden und da gibt es unten ein Kunstprojekt in der Krypta von einem Künstler Boltanski. Und da stand ich in so einem dunklen Raum. 12 skizzenhafte Figuren aus Metallblech waren angebracht und die warfen Schatten an die Wand, so wie Todesengel. Und dazu, als ich in diesem Raum stand, hörte ich die Zeitansage. Beim nächsten Ton ist es 12.24 Uhr und 15 Sekunden. Dann gab der Ton. Und dann beim nächsten Ton ist es 12.24 Minuten und 16 Sekunden. Und so weiter ging das. Ich sah also vor meinen Augen einen Totentanz und hörte mit den Ohren, dass die Zeit abläuft. Und wurde daran erinnert, dass auch mein eigenes Leben abläuft. Andauernd wurde ich daran erinnert, während ich dort stand, und das war auch das Ziel von Boltanski. Er sagt, das konnte man draußen lesen über sein Werk, ich möchte, dass man hier die Zeit hören und spüren kann. Die Menschen können viel tun, aber sie können nicht gegen die Zeit kämpfen. Gott ist der Herr der Zeit. Und da wird manchen Himmel Angst, da sagen sie, da kann einem ja Himmel Angst und Bange werden und sie haben keine Hoffnung mehr, weil es ist eigentlich mit unseren Hoffnungslosigkeiten so, dass sie alle damit zu tun haben, dass unser Leben fortläuft, dass es dem Ende entgegenläuft. Und wir sagen, wenn wir schon Hoffnung haben, dann reicht unsere Hoffnung ja höchstens bis zum Friedhofstor. Ein britischer Professor, Richard Smith, der hat einmal erklärt, wenn es dann zum Friedhofstor zugeht, wie es dann zugeht. Er sagt, es gibt ungefähr 4 Arten, um dann am Ende hier den Abgang zu machen. 4 Arten zu sterben, hat er eingeteilt. Der erste sagt, es ist der plötzliche Tod, Umfallen und Tod und das war's. Die zweite Möglichkeit ist der langsame Tod durch Demenz. Als dritte Möglichkeit zählt er auf und Abtod durch Organversagen. Und die vierte Möglichkeit ist der Krebstod. Und bei Vorträgen fragt der Professor das Publikum, wenn sie wählen könnten von diesen 4 Varianten, welche der 4 Varianten würden sie wählen? Und dreimal kannst du raten. Bei der Nummer 1 gehen die Hände hoch. Plötzlicher Tod. Umkippen, Pumpe aus, das war's. Und jedem, der sich diesen plötzlichen Tod wünscht, sagt er, leben Sie jeden Tag so, als ob es Ihr letzter wäre. Es kann ja für Sie selber angenehm sein, diese Variante. Aber es ist sehr hart für die Menschen um Sie herum, besonders wenn man wichtige Beziehungen verletzt und ungekittet zurücklässt. Und übrigens, schnallt euch an, der Professor rät, wenn man schon wählen könnte, würde er Nummer 4 wählen, den Krebstod. Und er hat auch begründet, warum. Man kann sich verabschieden, das eigene Leben reflektieren, Botschaften hinterlassen, vielleicht besondere Plätze, die man liebt, noch einmal aufsuchen, Lieder, die man liebt, hören oder Gedichte lesen. Und ich sage es nochmal, was er den Leuten geraten hat, die sich die Nummer 1 wünschen, leben sie jeden Tag so, als wenn es ihr letzter wäre. Und da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen hatte, wenn man dann die geordneten Beziehungen alle geordnet zurücklassen muss, dann sollte man natürlich auch die wichtigste Beziehung ordnen, nämlich die zum Schöpfer, vor den man ja dann treten muss, wenn man nicht mehr hier auf Erden ist. Das gehört dazu, dass die wichtigste Beziehung geklärt ist, dass wir vorbereitet sterben. Aber wir werden immer wieder daran erinnert, aber der Mensch will sich eigentlich nicht daran erinnern lassen, dass es auf den Friedhof zugeht. In einem Film, in einem alten Westernfilm, den sah ich, da trafen sich 2 Revolverhelden. Der eine sagt zum anderen, als sie sich urplötzlich trafen, ich dachte, du wärst tot. Und da sagt der andere, nein, ich arbeite daran. Und da habe ich gedacht, das ist eine Zustandsbeschreibung. Das ist ja von uns allen so, da muss man nicht ein Revolverheld sein. Wir arbeiten jeden Tag daran, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist. Und es steckt uns dann der Schreck in den Knochen, wenn plötzlich der Einschlag mal ein bisschen näher kommt, als er sonst gekommen ist. Selten spricht jemand von Tod und wenn, dann macht man vielleicht noch Witze darüber, aber jedem ist klar, irgendwann werde ich persönlich ihm begegnen. Und angenommen, du wüsstest, dass du nächste Woche sterben würdest,
Ich behaupte, jeder von uns würde sich doch ganz genau überlegen, was er mit dieser verbliebenen Zeit bis nächste Woche anstellt. Wir würden vermutlich nicht einfach heute Abend nach Hause gehen und das Fernsehgerät anschalten, mal gucken, was kommt, wenn ich weiß, ich habe nur noch bis nächste Woche. Wir würden vermutlich nicht einfach so sinnlos mal im Internet surfen. Wir würden nicht mehr die Zeit totschlagen. Im Angesicht des Todes sagen nämlich Menschen, dass ihnen die Zeit plötzlich unendlich kostbar ist. Sie fangen an, wichtige Dinge zu tun, die Welt zu genießen, Gemeinschaft mit lieben Menschen zu pflegen und eben auch Dinge in Ordnung zu bringen. Eben das Leben mal vom Ende her bedenken. Die meisten wollen den Tod lieber verdrängen. Sie leben so, als hätten sie zu Hause ein kleines Köfferchen noch im Kleiderschrank, wo noch ein zweites Leben drin ist. Und so nach dem Motto, wenn das erste vorbei ist, kann ich ja dieses Köfferchen rausholen. Aber das ist natürlich nicht so, das wissen wir ganz genau. Nach einer niederschmetternden Diagnose hat schon mancher Patient gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Und so ist das, die meisten Menschen rechnen nicht damit, dass sie eine niederschmetternde Diagnose bekommen, und sie rechnen auch nicht damit, dass der Tod sie persönlich ereilen könnte. Man schiebt dieses Thema weg. Im Gegensatz dazu trifft es beim Lotto-Hauptgewinn ein von ein paar Millionen. Und jeder hofft aber auf das ganz große Glück, dass es ihn diesmal trifft, dass er das Große loszieht. Und gleichzeitig, da stirbt beinahe jeder Mensch zwischen 70 und 100, das muss ich ja herumgesprochen haben, und doch kaum rechnet jemand in diesem Alter zwischen 70 und 100, dass es ihn heute treffen könnte. Da treffe ich nur ganz wenige, auch in dieser Generation. Eine Mitarbeiterin von so einer Vortragsreihe, die kam mal ganz erschüttert. Sie hat einen wohl 80-jährigen Mann getroffen und zur Veranstaltung eingeladen und hat ihn auch gesagt, da geht es auch um das Lebensende und dass wir in den Himmel kommen. Und da hat er gesagt, darüber muss ich mir noch keine Gedanken machen. Mit 80. Da war sie so erschüttert. Manchmal habe ich den Eindruck, ich nehme an, dass auch zwei, drei Christen heute Abend hier sind, dass der Herr Jesus sogar mit den Christen ein Problem hat, sie in den Himmel zu bekommen. Wenn der Tod anklopft, kommt er immer plötzlich und unerwartet, und angesichts dieser grauenhaften Tatsachen, dass es für uns alle auf den Friedhof zugeht, steht einer auf und stellt sich hin und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer ewig leben will, der sollte sich nämlich auch an den halten, und der weiß dann urplötzlich, wenn ich mich an den halte, dann bekomme ich auch Hoffnung im Leben und im Sterben. Und das bekommst du nirgendwo. Und wenn ich mich an den halte, an den Mann aus Nazareth, an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, wenn ich mich an den halte, dann kann ich nämlich sagen, wenn ich einmal sterbe, dann kann ich gut damit leben. Warum? Weil ich von Jesus Hoffnung bekomme und das ewige Leben. In Papua-Neuguinea erforschte ein Missionar die Sprache der Eingeborenen und er merkte, dass es in der Landessprache, die er studierte, ein Wort nicht gab, was er ganz sehnlichst brauchte und dringend gesucht hat, auch für seine Bibelübersetzung, nämlich das Wort Hoffnung. Das gab es nicht. Und durch ein ganz leidvolles Erlebnis musste er es lernen. Sein Kind wurde urplötzlich krank und so schwer krank, dass es von dieser Krankheit weggerafft wurde. Es starb, es wurde beerdigt und da kam zu dem Missionar einer der Eingeborenen und sagte, dein Kind ist jetzt tot, wirst du jetzt auch weggehen? Und der Missionar antwortete, nein, mein Kind ist jetzt zu Hause bei Gott, ihm geht es gut und ich bleibe hier bei euch. Und da sagt der Eingeborene, ihr Christen seid merkwürdige Leute, ihr könnt durch den Horizont sehen. Und da ging dem Missionar ein ganzer Kronleuchter auf. Ihr könnt durch den Horizont sehen, das ist die Übersetzung für das Wort Hoffnung. Durch den Horizont sehen. Hoffnung ist das Thema von Jesus, Hoffnung ist das Thema der Auferstehung. Jesus ist durch die Auferstehung eben nicht in unsere Welt zurückgekommen. Er hat den Durchbruch in die neue Welt geschafft, wo es keinen Tod mehr geben wird. Und wer zu Jesus gehört, kann auch im Angesicht des Todes durch den Horizont sehen und hat Hoffnung. Und zwar in allen möglichen und allen unmöglichen Lebenssituationen. Weil der Friedhof eben einen Ausgang hat.
Es ist ja nicht so, wie manche sich einbilden, nur nach dem Tod ist es so wie vor meiner Geburt, da merke ich nichts. Die Bibel berichtet genau das Gegenteil. Nach dem Tod merken wir was. Und es ist eine Entscheidung, welchen Ausgang ich dann wähle vom Friedhof. Die Bibel berichtet von Himmel und Hölle und Jesus will, dass du den Ausgang Himmel bekommst, ewiges Leben. Wie es dann im Himmel sein wird, das können wir nicht sagen. Wir können in der Bibel, wenn wir da lesen, nur wie das Kind durchs Schlüsselloch in die Weihnachtsstube gucken. Da erkennen wir nicht viel. Aber die wichtigsten Sachen, die werden uns mitgeteilt. Es gibt kein Leid, es gibt keine Tränen, keine Schmerzen, kein Geschrei und der Tod wird nicht mehr sein. Und dort möchte ich gerne hin. Über den Himmel, wie er ist, weil es in unser Gehirnskasten gar nicht reinpasst, sagt die Bibel nicht viel. Aber wie ein Mensch in den Himmel reinkommt, da sagt sie ganz viel dazu, von der ersten bis zur letzten Seite. Und deshalb muss ich euch jetzt eine Frau vorstellen aus der Bibel. Sie heißt Maria Magdalena und die befand sich in einer absolut hoffnungslosen Situation. Ich lese mal in der Bibel, wie es beschrichtet wird. Und es begab sich danach, dass Jesus durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und die 12, das waren so seine Mitarbeiter, Studenten oder wie man auch will, waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Wir müssen uns das so vorstellen, die Maria Magdalena, die war besessen, sie war ein besetztes Haus, bei ihr hatte eine Hausbesetzung stattgefunden und wenn das Lebenshaus vom Teufel besetzt ist, dann wird sich Jesus in so ein Lebenshaus nicht reinsetzen und dann hat dieser Mensch auch keine Hoffnung. Eine hoffnungslose Situation. Und das geht nur, dass Jesus in so ein Lebenshaus reinkommt, indem man es zulässt, dass Jesus groß sauber macht in diesem Lebenshaus. Das nennt man Bekehrung. Dann geht Jesus durch alle Zimmer, schmeißt den ganzen Krempel raus, bringt frische Luft mit rein. Ist ja nicht so, dass nur du Möbel und Dreck in dein Lebenshaus eingeschleppt hast. Nein, andere haben ja auch fleißig mitgearbeitet. Die Eltern, die Familie, Freunde, Lehrer, die Medien, die ganz besonders die Medien. Und diese verdreckte Lebensbude, die räumt nun Jesus auf, auch bei der Maria Magdalena. Da können sich ganz merkwürdige Sachen ansammeln. Manchmal in der hintersten Ecke Horoskop, besprechen Tischrücken, Gläserrücken, weiße und schwarze Magie. Das ganze Programm findet Jesus in den Lebenshäusern von Menschen. Weißt du, du bist nie selber der Hausherr in deinem Lebenshaus, das schafft kein Mensch, auch kein Atheist. Einer ist immer der Hausherr, ist der Teufel oder Gott. Übrigens, wer sich mit Aberglauben und Okkultismus beschäftigt, der macht dem Teufel freiwillig die Tür zum Lebenshaus auf. Gott hat es aber verboten, weil uns das kaputt macht. Er hat dem Volk Israel bereits bei Zeiten ins Kursbuch schreiben lassen, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt, denn wer das tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist eine klare Ansage. Gott ist Hausbesitzer und der Teufel ist ein Hausbesetzer. Bei der Maria Magdalena hat Jesus den Hausbesetzer rausgeschmissen. Vielleicht ist manchen die Maria Magdalena aus Romanen bekannt. Ich finde es immer tragisch, dass die Leute ihr Wissen über die Bibel aus Romanen rausholen, weil die sind ja nicht der Wahrheit verpflichtet, die Romaneschreiber. Sie war manchmal die Geliebte oder die Ehefrau von Jesus in den Romanen, das ist aber nicht Tatsache, sondern sie war eine Sympathisantin, würden wir heute sagen, von Jesus. Maria Magdalena wurde von Jesus befreit und sie ist so ein dankbarer Jesus-Fan geworden. Jesus ist und bleibt ihr Hausherr. Und ihr Leben wurde wieder lebenswert und da bleibt sie lieber bei dem, der jedes Leben wertvoll macht. Nachdem sie so ungefähr, es waren 3 Jahre, mit Jesus unterwegs war, durch Israel, sie hat seine Predigten gehört, sie hat Wunder miterlebt. Jesus hat die Wahrheit gesagt und wie das so ist, wer die Wahrheit gesagt hat, der sollte ein schnelles Pferd draußen vor der Tür stehen haben, hat er aber nicht gehabt und auch nicht gewollt. Und seine Gegner, seine Feinde haben dann dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt wurde.
Ein Holzkreuz wurde genagelt. Ich habe gehört, Historiker können das heute ausrechnen. Am 7. April im Jahre 30 ist Jesus am Kreuz vor den Toren Jerusalems gestorben. Mit Jesus war nun auch die Hoffnung von Maria Magdalena wieder im Eimer. Erst hat Jesus die finsteren Mächte besiegt und nun wurde er selber besiegt. Und sie fragt sich, kommen jetzt diese finsteren Mächte in mein Leben wieder zurück und ziehen mich mit dir wieder runter? Und ich habe keine Hoffnung im Leben mehr. Zuletzt sah man Maria Magdalena noch unterm Kreuz, an dem Jesus starb, und angesichts des Todes bricht für sie die Welt zusammen. Wie es den meisten Menschen geht, angesichts des Todes. So ist das Leben, es endet todsicher mit dem Tod. Nun bin ich froh, dass ich als Christ vom Leben reden darf. Denn das, was wir für todsicher halten, das hat Gott mit seinem Jesus absolut verunsichert. Und das kriegt Maria Magdalena jetzt zu spüren. Am 9. April im Jahre 30, früh zwischen 5 und 6 Uhr, geht sie zum Friedhof. Sie ist auf dem Weg zum Grab ihrer Hoffnung. Manche Leute fragen, warum berichten die anderen, es sind ja 4 Berichte in der Bibel drin über das Leben von Jesus, warum berichten die anderen von mehreren Frauen und hier geht Maria Magdalena alleine zum Friedhof? Und da sagen dann die, die die Bibel so kritisch lesen, das ist doch ein Widerspruch. Der württembergische Altbischof Professor Dr. Gerhard Mayer schreibt dazu, das heißt nicht, dass laut Johannes Evangelium, dass nur Maria Magdalena, sondern auch die anderen genannten zum Grab unterwegs waren. Wenn Johannes nur Maria Magdalena erwähnt, greift er sie beispielhaft heraus. Sie wollte also mit den anderen Frauen den Leichnam von Jesus salben. Die Verwesung soll so lange wie möglich hinausgezögert werden. Das war das Ansinnen. Sie war also von Kopf bis Fuß auf Trauerfeier eingestellt. Es gab also, müssen wir hier feststellen, bei den Nachfolgern von Jesus, bei seinem Freundeskreis, nicht den kleinsten, nicht den geringsten Gedanken daran, dass Jesus am Leben sein könnte. Nun gibt es aber eine Überraschung, als Maria Magdalena zum Grab kommt, ist der Stein weg, die Gruft ist offen. Du musst wissen, in Israel, man kann das auch heute besichtigen, da wurden die Gräber so in Felsen reingemeißelt, so wie Höhlen, und dann wurde ein Stein davor gerollt, damit die Tiere nicht da rein konnten. Und dieser Stein war weggerollt. Und sie starrt ins leere Grab. Und sie starrt schon seit dem Tod von Jesus ins Leere, so wie sie jetzt ins leere Grab reinstarrt, weil ihr die Mitte fehlt. Ich hörte einen Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg, da betraten Soldaten eine Kirche nach den Gefechten um diesen Ort. Und als sie in die Kirche kamen, vieles war kaputt, aber der Altar, der stand noch, und es standen auf dem Altar auch noch 2 Figuren, die blickten beide zur Mitte, diese Figuren. Aber in der Mitte war nichts. Und die Soldaten schauten sich weiter um und sahen, hinten in der Ecke, hinter dem Altar, lag ein Kreuz. Vermutlich ein Granatsplitter hatte das Kreuz vom Altar weggefegt. Und seitdem starrten diese beiden Figuren auf dem Altar ins Leere, weil ihnen die Mitte weggerissen wurde. Und das ist ein Beispiel für uns Menschen, dass uns die Mitte fehlt, dass wir in die Leere starren und dass wir dann versuchen, mit tausenden von Anstrengungen diese innere Leere, die wir alle empfinden, dass wir sie füllen wollen. Und wir können nochmal Anstrengungen machen und wir merken, wir kriegen diese Leere nicht gefüllt. Genau diese Leere empfindet die Maria Magdalena, als sie ins leere Grab starrt. Sie kriegt Panik, sie rennt zu den Freunden von Jesus. Einer heißt Petrus, der andere Johannes, und berichtet aufgeregt, hier steht in der Bibel, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir, also die anderen waren doch dabei, wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da muss man ja mal sagen, die Gegner von Jesus interessieren sich auch für das Grab, wenn sie nun Jesus fortgeschleppt und wie ein Verbrecher verscharrt hätten. Dann kann die Leiche nicht gesalbt werden, der Schock, der sitzt tief. Das Einzige, was noch im Grab lag, das waren die Leichentücher. Und warum soll dann, wie manchmal der Vorwurf kommt, die Leiche gestohlen worden sein? Wenn die Gegner die Leiche geklaut hätten, warum sollten sie dann Jesus erst auswickeln und die Tücher liegen lassen?
Wenn sie beweisen wollten, als die Christen dann später anfingen, vom Auferstandenen, vom lebendigen Jesus zu reden, dann hätten sie doch die Leiche aus dem Keller geholt und auf dem Marktplatz aufgebahrt. Und die Christen wären die Blamierten gewesen. Die Gegner können gar nicht die Leiche geklaut haben. Die haben ja sogar das Grab bewachen lassen. Oder dass man dann sagt, ja, die Freunde von Jesus, die dann so diese großen Töne gespuckt haben mit Jesus ist zum Leben auferweckt, er lebt, und die haben nicht geklaut. Die brauchten doch einen Beweis für ihre Botschaft. Wisst ihr, das sage ich mir, so viele Männer, die mit beiden Beinen im Leben standen, die Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt haben, können nicht alle auf einmal so bekloppt sein, dass sie sich eine Auferstehung ausdenken, die Leiche klauen und sich dann später für diesen Gag noch das Leben nehmen lassen. Denn dafür, für diese Botschaft, haben sie mit ihrem Leben bezahlt. So bekloppt kann man gar nicht sein. Fakt ist, das Grab war leer. Jesus war weg, und das konnte damals in Jerusalem jeder kontrollieren. Und die Maria Magdalena, als sie diese Botschaft nun zu ihren Freunden gebracht hat, die kehrt nun wieder um und läuft zurück zum Friedhof. Und weil sie umkehrt, erfährt sie jetzt die Botschaft von der Hoffnung und von der Auferstehung von Jesus. Als sie alleine vorm Grab steht, bekommt sie eine E-Mail, also eine Engelnachricht. An der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, sitzen Engel. Und da kommen wieder Leute, die kritisch lesen, und das ist auch gut, dass man kritisch liest, ist alles okay. Aber man muss gucken, dass man dann auch Antworten findet. Die sagen, in dem einen Bericht von dem Matthäus, da steht, dass dort ein Engel war. Bei Lukas steht mehrere Engel und bei Johannes steht zwei Engel. Na, wie viel waren es denn nun? Sieht man doch, dass es ein Märchen ist. Ist doch alles Betrug, oder? Ein Jurist hat sich mal genau zu dieser Sache geäußert und hat einen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, wenn ich als Jurist einen Autounfall zu bearbeiten habe und die Aussagen der Zeugen von diesem Autounfall sind alle haargenau übereinstimmend, dann geht bei mir als Jurist die Alarmanlage an. Da liegt zu 99% Versicherungsbetrug vor. Er sagt, erst wenn ich die unterschiedlichen Berichte von diesem Unfall, von diesen Zeugen zusammennehme, komme ich als Jurist der Wahrheit näher. Und genau deshalb sind die Berichte so geblieben, wie sie sind. Hätten die Freunde von Jesus einen Betrug vorgehabt, hätten die ein Radiergummi genommen und überall nur einen Engel eingetragen. Aber so kommen wir der Wahrheit näher. Und nun steht hier, warum weinst du, fragten die Engel. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria Magdalena. Als Maria sich umdrehte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragt er sie, und wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Maria sagt, sie haben meinen Herrn weggeschafft, sie sagt noch Herr, aber sie denkt an eine Leiche, weil sie keine Hoffnung hat. Einen toten Jesus, den kannst du abschaffen, den kannst du wegschaffen, den kannst du leugnen. Aber sie war so sehr auf Tod von Jesus eingestellt, dass sie einen lebendigen Jesus nicht denken konnte. Das heißt, die Auferstehung von Jesus ist durch den Glauben der Jesus-Fans eben nicht erfunden worden. Die Auferstehung hat sich gegen den Unglauben seiner Nachfolger durchgesetzt. Maria sagt Jesus nun, da fuhr sie zusammen und erkannte ihn. Mein Meister, rief sie. Maria Magdalena erlebt an diesem Auferstehungsmorgen Missverständnisse. Und das erste Missverständnis ist, sie denkt, Jesus ist der Gärtner. Da hat sie eigentlich recht, denn Jesus ist der Obergärtner aller Gärtner, der neues Leben in einen Menschen hineinpflanzen kann, das sogar ewige Bedeutung hat. Aber der Friedhofsgärtner, das ist Jesus nun ganz bestimmt nicht. Das zweite Missverständnis ist, sie denkt, Jesus ist ins Leben zurückgekommen. Sie meint, Jesus ist so auferstanden wie sein Kumpel Lazarus, den er auch mal aus so einer Grabhöhle rausgeholt hat.
der 4 Tage schon da drin lag und die Leute gesagt haben, der stinkt schon. Und den hat Jesus für einige Tage, Jahre vielleicht wieder zurückgeholt ins Leben und er musste später natürlich wieder sterben. Und so denkt sie sich das, dass Jesus ins Leben zurückgeholt wurde, zurückgekommen ist. Aber Jesus ist nicht in unsere Welt zurückgekehrt, es war der Vorstoß in Gottes neue Welt. Jesus kommt nicht ins alte Leben zurück, er schafft den Durchbruch ins ewige Leben. Sein Tod war ein kurzer Urlaub vom Leben. Gott sei Dank, sage ich mir, hat die Maria Magdalena sich getäuscht. Die Auferstehung ist so gewaltig losgegangen, wie sie es sich hätte nie vorstellen können. Und die Täuschung war für Maria ja kein Nachteil, sondern ein Vorteil und es ist auch für dich ein Vorteil. Für Jesus gibt es kein Zurück. Er hat den Tod für immer hinter sich gelassen und deshalb ist der Glaube an Jesus bis heute weltweit nicht verwest. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte die Menschheit ihn vergessen. Man hätte vielleicht mal noch wie über Spartacus einen Film über Jesus gedreht, das wäre es aber gewesen. Es würden nicht Sonntag für Sonntag weltweit sich Christen auf diesem Kontinent zum Gottesdienst treffen, wäre Jesus nicht auferstanden. Und selbst manche unter großen Gefahren. Während wir friedlich hier in einer öffentlichen Veranstaltung von Jesus reden, geht das in anderen Ländern nicht. In Nordkorea darf man nicht mal eine Bibel besitzen, da geht man ins Konzentrationslager und zwar mit der ganzen Familie. Und sie nehmen das auf sich, aus dem einfachen Grund, weil sie sagen, bei Jesus haben wir das Leben, da haben wir unsere Hoffnung gefunden. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden auch nicht Christen in Gefängnissen ihr Leben lassen, auch in manchen islamischen Ländern, weil sie Jesus gefunden haben. Jesus ist jedenfalls der Maria Magdalena zuerst erschienen und da muss man schon mal fragen dürfen, warum einer Frau? Warum einer Frau? Denn nach jüdischem Recht waren Frauen, die zu biblischen Zeiten nicht einmal als Zeugen vor einem Gericht anerkannt. Und Gott setzt als erste Zeugin eine Frau ein bei der Auferstehung. Kriegt man doch nicht zusammen. Um mal das zu wissen, wie man in der Zeit damals getickt hat, der jüdische Historiker Flavius Josephus schrieb dazu, das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Das war Standard damals. Also eine Frau wird von Gott als erster Zeuge der Auferstehung eingesetzt. Wenn die Freunde, die Kumpels von Jesus einen Betrug vorgehabt hätten, hätten sie niemals als ersten Zeugen eine Frau angegeben. Wenn man andere von etwas überzeugen will, dann braucht man glaubhaftere Zeugen. Und das war damals eine Frau eben nicht. Schlecht angesehene Zeugen erfindet man nicht, wenn man andere überzeugen will. Jesus lässt die beste Botschaft der Weltgeschichte zuerst die sehen, die nicht angesehen sind. Und der Herr beginnt mit denen, die unserer Welt nichts zu sagen haben, die keine Hoffnung haben. Das waren Weihnachten die Hirten, die zum Rand der Gesellschaft gehörten. Das war zur Auferstehung, zu Ostern eine Frau, Maria Magdalena. Und heute will Jesus mit dir zu tun haben. Will er mit dir anfangen. Liebe Freunde, die Auferstehung ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, wie uns das die Kommunisten in der Schule immer wieder weismachen wollten. Sondern die Auferstehung hat auch etwas mit deinem Leben vor dem Friedhof zu tun. Es krempelt dein Leben vor dem Friedhof um. Ein Beispiel haben wir vorhin eben gehört. Die Interessen ändern sich. Dein Charakter kann sich verbessern. Deine Begabungen können kultiviert werden. Jesus ist sehr daran interessiert, dass du zum Segen für andere Menschen wirst, dass dein Leben er dazu nutzen kann. Die Auferstehung ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sie verwandelt jetzt schon unser Leben und sie bringt eben Hoffnung ins Leben rein. Ein Mann, der schwerst krank ist, der schrieb mir, ich denke, wenn wir einmal im Himmel sind, wird alles schön. Dort gibt es keine Krankheiten mehr. Die Krankheit hat mich näher zu Jesus gebracht. Bald, wenn er es will, werden wir ihn sehen. Und das war ein Mann, der
der sich selber nicht mehr bewegen konnte und der nicht mehr sprechen konnte. Und er ist in seiner Stadt, obwohl er nicht mehr sprechen konnte, zum Seelsorger für viele Menschen geworden. Warum? Die Leute haben gesagt, zu dem kann ich gehen zur Beichte, der kann es niemandem weitersagen. Und ich weiß, der betet für mich. Und so gravierend kann die Auferstehungshoffnung den Alltag jetzt und hier verändern und uns Kraft geben. Wenn heute jemand hier ist, der sagt, das möchte ich haben, das will ich unbedingt haben, dann kannst du diese Halle hier verlassen mit dieser Hoffnung im Herzen, mit dem Herrn Jesus in deinem Lebenshaus. Und dann kannst du mal gespannt sein, was Jesus aus deinem Leben so macht. Das wird spannend und ich will es nicht verschweigen, das wird auch schwer mit Jesus leben. Aber es wird vor allem schön. Aber du musst es ihm sagen. Jesus, ich hatte es in diesen Tagen schon mal erwähnt, er wendet keine Gewalt an, er tritt keine Tür ein. Und immer wenn die Kirche das gemacht hat in der Kirchengeschichte, wenn sie andere mit Gewalt zu Jesus zwingen wollte, hat sie sich immer von Jesus entfernt. Er lädt dich ein. Und seine Einladung ist das Kreuz, an dem er gestorben ist, und die Botschaft der Bibel, die uns sagt, er ist nicht am Kreuz geblieben. Er lebt, er ist auferstanden. Er ist jetzt überall an jedem Ort, er ist bei den verfolgten Christen in Gefängnissen und er ist hier in dieser Halle. Und wenn du spürst, dass er zu dir heute gesprochen hat, dass er dir dieses ewige Leben geben will, dass du dabei sein darfst, dann antworte ihm. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, wenn du ihm antwortest. Du kannst dir einen Christen schnappen, den du schon lange kennst und sagst, du, wir müssen mal darüber reden und vielleicht kannst du mir helfen, dass ich dieses Gebet zum Himmel schicke. Du kannst auch heute Abend hier, das sind die Leute, die so ein gelbes Band drum haben, einen von denen ansprechen. Das sind Christen, die auch eine Weile unterwegs sind mit Jesus. Und wir sind bereit, mit dir ins Gespräch zu kommen und mit dir zu beten. Und für diejenigen, die es gar nicht erwarten können, das sind mir die Liebsten, für die biete ich jetzt ein Gebet an, das spreche ich laut von hier, von dieser Stelle, und du kannst es an deinem Platz zu deinem Gebet machen. Selbst dein Ehepartner neben dir kriegt das nicht mit, aber Jesus kriegt das mit, weil er ins Herz reinschauen kann und dann nimmt das ernst. Und dann hinterher gibst du dich zu erkennen. Sagst es deinem Ehepartner, sagst deinem Pastor, suchst du einen Christen deines Vertrauens und dann besprecht ihr, wie die nächsten Schritte aussehen. Dieses Antwortgeben ist ja nur ein erster Schritt. Und ich bitte dich, wenn du das zu deinem Gebet machst, dann komm nach der Veranstaltung hier nach vorn zum Kreuz und da warten wir auf dich und wollen dir dieses Heft schenken, wo das Gebet vorn auf der ersten Seite nochmal drin steht. Dann stehen ein paar Punkte noch dabei, wie es weitergeht. Aber wichtig ist jetzt zu klären, nicht der zweite oder dritte Schritt, sondern dieser erste. Gehöre ich zu Jesus oder gehöre ich nicht zu ihm? Und wenn du diese Hoffnung haben willst, dann sag's ihm jetzt. Er lädt dich jedenfalls ein und ich darf in seinem Namen dich einladen. Mach's zu deinem Gebet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Schau nach vorn, nicht mehr zurück, ich komme jetzt zu dir. Du bist das Leben, bist mein Glück, ich komme jetzt zu dir. Jesus Christus, du bist der Herr der Welt.
starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Es ist nicht leicht auf schmalem Steg. Ich komme jetzt zu dir. Du schenkst mir Kraft auf meinem Weg. Ich komme jetzt zu dir. Mein Schicksal liegt in deiner Hand. Ich komme jetzt zu dir. Bei dir, da seh ich wieder Land. Ich komme jetzt zu dir, Jesus Christus. Du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Den Tod hast du kaputt gemacht. Ich komme jetzt zu dir. Den Himmel hast du mir gebracht. Ich komme jetzt zu dir. Du gibst mir Halt im Sturm der Zeit. Ich komme jetzt zu dir. Du führst mich in die Ewigkeit. Ich komme jetzt zu dir, Jesus Christus. Der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Ja, für alle, die sich angesprochen gefühlt haben, herzliche Einladung, hier nach vorne zu kommen am Kreuz. Da gibt es das Gebet nochmal, das kann man sich mitnehmen. Sind schon recht rar geworden, aber noch haben wir ein paar Exemplare. Und dann noch hier bleiben, ins Gespräch kommen, die Mitarbeiter ansprechen und dann vor allem morgen wiederkommen. Nicht 19.30 Uhr, sondern früh um 10 Uhr geht es hier mit unserer Abschlussveranstaltung weiter. Herzliche Einladung dazu, bringt wie immer den Mundschutz mit und Freunde, Verwandte, Nachbarn noch Bescheid sagen, das wäre schön. Die Predigten, achso, und morgen, wer ein bisschen mehr Zeit hat, ab um 12 räumen wir hier die Halle auf und wir sind über helfende, geduldige Hände dankbar. Es gibt auch eine Kleinigkeit zu essen. Vielen Dank, wer das ganz praktisch unterstützen kann. Die Predigten gibt es auch auf unserer Homepage www.kirche-altenberg.de zum Nachhören und Ansehen. Macht das weiter bekannt. Alle Predigten seit letzten Sonntagabend sind da zu finden. Wer eine Frage an den Lutz Schäufler hat, kann sie da hinten aufschreiben und in die Kiste werfen. Die werden morgen noch beantwortet. Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos. Wer sich an den Kosten beteiligen will, kann in den Kisten, die aussehen wie Zelte, an den Ausgängen das Geld einwerfen. Herzlichen Dank für die reichlichen Gaben der letzten Woche. Wer eine Spendenquittung haben will, der kann das überweisen. Auf unserer Homepage finden Sie die Kontoverbindung. Herzlichen Dank. Dann weise ich noch auf die schönen Tische hin mit den Büchern von unserer Gemeinde, von Marburger Medien. Idea Spektrum liegt auch noch aus. Machen Sie davon Gebrauch, gucken Sie sich an. Wer sagt, die Woche war so inspirierend, ich will weiter und tiefer bohren im christlichen Glauben. Ab nächste Woche Donnerstag startet der Alpha-Kurs in Altenberg in der Kirche. Das sind 9 Abende, Unterbrechung in Sommerferien. Wir starten immer mit einem gemeinsamen Essen, schauen uns eine Predigt an, einen Impuls und kommen darüber ins Gespräch. Und wenn Sie Leute wissen und sagen, wollten eh schon mal den Schritt auf die Kirche zumachen oder einfach im Glauben vertiefen, dann geben Sie die Flyer weiter, die liegen auch da hinten aus. Wer sich anmelden will, kommt einfach zu mir und hinterlässt Name und E-Mail-Adresse, dass wir in Kontakt treten können. Dann möchte ich noch mit uns beten.
Vater im Himmel, wir haben gehört, dass der Tod nicht das Letzte ist, dass es weitergeht, dass durch Jesus Christus ein Leben bei dir möglich ist. Bitte geh mit dieser Botschaft uns allen nach in diesen Abend und schenke gute Gespräche. Und geh mit uns in diese Nacht. Ich bitte, euch noch unter den Segen Gottes zu stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.